Radio 1 ist live vor Ort bei der Berlinale. Wir versuchen Ihnen ja immer so am Tag zusammenzufassen, was wir erlebt haben und natürlich vor allem auch den Wettbewerb mit abzubilden, der natürlich alle Leute am meisten interessiert. Wer bekommt nachher einen der Bären? Der Mann, der neben mir steht, hat durchaus Aussichten, hat die Chancen, denn er ist im Wettbewerb vertreten. Hier auch wieder die Tradition bei der Berlinale. Man ist erstmal so dabei und irgendwann hat man es dann eben auch geschafft und der Film wird dann eingeladen in den Wettbewerb der Berlinale, was in dem Fall natürlich auch eine große Ehre ist. Nicht zuletzt interessant, er ist ein iranischer Regisseur mit einer internationalen Erfahrung und internationalen Karriere, hat mit großen Regisseuren auch gearbeitet und vor allem, er hat eigentlich immer Geschichten erzählt, die mit dem Iran zu tun hatten. Hier nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Film und das war sehr überraschend bei dem Film Soy Nero, also ich bin Nero. Bitte begrüßen Sie Rafi Pitz, vertreten im Wettbewerb der Berlinale. Hallo, hi. Thank you, hello, hello, nice to meet you. It's always good to see you again. Rafi, we just talked about a little bit the title, Soy Nero, which reminded me a bit of a fantastic Russian, by the way, or Soviet Union movie called Soy Kuba. Yes. Was it the inspiration a bit? It's always inspirational. I mean, Soy Kuba had a pride about it that I felt was the right title for this one, because it's stating I am, you know, and I am is always... Very proud. Also dieser berühmte Film, vielleicht kennen Sie ihn, Ich bin Kuba, ganz monumentales Werk. Das war durchaus eine Inspiration, weil da geht es ja auch um diesen Stolz zu sagen, ich bin da, ich bin Kuba oder hier im Ich bin Nero. Und er sagt, so stolz sich hinzustellen und zu sagen, ich bin, das ist immer eine gute Sache. Nun ist es eben wirklich so überraschend für mich gewesen, dass du diesmal eine Geschichte erzählst, die angesiedelt ist an der Grenze zwischen Mexiko und den USA und dass es um diese Migrationsbewegung geht, also um Mexikaner, die in die USA wollen und eben nicht vom Iran erzählst, was du sonst so oft gemacht hast. So it was really surprising for all of us, I think, to have a story here told that is settled at the border between America, states of America and Mexico, and not a story about Iran. Well, I'm in exile, so, yeah. You know, I was drawn to a country of immigrants. Yes. America is a country of immigrants. It's, you can't really give it a nationality. Mm-hmm. You know, it's from all over the world. And the subject of the green card soldier is pretty much the same. Green card soldiers are from all over the world. So I wanted to talk about a no man's land in a sense, you know, because the only people who really are American are the native Indians and they are not in that country. So it's, you know, little by little as you construct a story, you're thinking of different angles of a story. And I wanted to talk about a border story and a border where walls are being built all over again, you know. Also die Frage war eben, warum erzählt er diesmal eine Geschichte, die dort angesiedelt ist und er sagt, er sei selbst ein Immigrant, nicht? Er ist also angezogen von so einem Land wie die USA, das ein Land von Immigranten ist, von Einwanderern und da kann man eigentlich gar nicht sagen, was das für eine Nation ist, nicht? Das ist eine Mischung aus allem und das hat ihn ja wirklich sehr fasziniert, von einem solchen Land zu erzählen, wo die Leute eben reinkommen, wo man eben gar nicht genau definieren kann, woher das kommt und das war für ihn eben gerade mit seinem ganz persönlichen Hintergrund eine Inspiration, diese Geschichte zu erzählen, eben von diesem jungen Mann. Es geht um Green Card Soldiers, das hast du ja gerade auch gesagt. Vielleicht kannst du erst mal erklären, was das eigentlich überhaupt ist. Ich glaube nicht, dass das jeder weiß. Maybe you can explain a little bit, what is a green card soldier? A green card soldier is a young man or woman who wants to become American by joining the US Army. It's the fastest way of actually getting citizenship. Now you get citizenship if you serve the US Army for 2 years. If you die, you get citizenship. And if you come back alive after 2 years, you might get it. That's basically a green card soldier. But once I started to approach that topic, what really hit me like a truck very violently was when I approached it, I came across the deported green card soldier. So these are young men who have fought for a country and who get deported afterwards. Now that can be for a small crime. It can be for forgetting not to fill in the citizenship forms because you think you belong to a country. But the violence of it, you know, you fight for a flag and you end up being deported. I met a lot of young Mexicans in Tijuana who live in a place called the Bunker, which is a shelter for the deported green card soldiers who had never seen Mexico until they got deported. Also er hat ja auch noch gesagt, nicht, das ist jetzt wieder eine Zeit, wo Mauern errichtet werden, nicht? Also hohe Zäune, um die es ihm ja auch sehr geht. Und er fand das eine ganz interessante Geschichte. Also wenn man versucht, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen, eben zum Beispiel als Mexikaner, wenn man da eben hin will, dann ist ein Weg, in die Armee einzutreten, da zu dienen. Und dann eben nach 2 Jahren kann man diese Staatsbürgerschaft dann bekommen. Man bekommt sie auch, wenn man gefallen ist. Klingt jetzt zynisch, nicht? Aber es ist dann sozusagen die Ehrung eben auch für den Toten. Es gibt aber auch Leute, und das hat ihn ganz besonders schockiert, die dann trotzdem deportiert wurden. Und zwar
manchmal wegen kleinen Verfehlungen, kleine Verbrechen oder sowas. Oder eben auch, wenn sie vergessen, eben die bürokratischen Formulare da richtig auszufüllen, kann alles passieren. Er hat solche Leute getroffen. Es gibt einen Ort an der Grenze, den nennen die The Bunker, der Bunker. Und da sitzen die und manche haben, seitdem sie da eingesperrt sind, in Mexiko überhaupt nicht mehr gesehen. Also das ist so ein Vorgang, der eben auch in dem Film durchaus eine Rolle spielt. But of course you are telling a story. It's not a documentary, it's a story about a young man with a great hope. And it's very interesting, his background is American, by the way. Yes. He feels American, yes, because he grew up in America. He never questioned it. You see, basically what happened after the 9/11 in America, a lot of young Latinos living in California under the Patriot Act were deported. And a choice was given to them under the Dream Act, which was also created at that time, stating that if they wanted to stay, all they had to do was join the US Army. It's really called the Dream Act? I've heard that in a movie. It's called the Dream Act, and I honestly keep saying this, but I'm so curious to see the face of the guy who came up with that title, because I've never heard such a cynical, it's a very violent title for an act. Absolut. Also es ging ihm um diese Leute, er hat es nochmal genau erklärt, also nach 9/11 sind ihm viele von denen, so wie diese Figur übrigens im Film, der junge Mann, der fühlt sich amerikanisch, ist in Amerika aufgewachsen, in den USA aufgewachsen, stammt aber aus Mexiko, spricht perfekt Englisch oder amerikanisch und er wird eben im Rahmen des Patriot Act deportiert, also er wird dann wieder abgeschoben, nach 9/11 ist das passiert und dann gab es ein zweites Gesetz, wenn man so will, Dream Act, so heißt das eben wirklich und er sagt, er würde gerne den Mann mal sehen, der das erfunden hat, also das ist ja sehr zynisch, der bedeutet eben, du kannst zurückkehren, beziehungsweise du kannst eben die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn du in die Armee eintrittst. Er sagt, gerade so etwas Gewalttätiges wie die Armee, das dann eben als Dream Act zu bezeichnen, das ist durchaus zynisch. Nun ist dieser junge Mann in deinem Film ja eigentlich aus zwei Perspektiven zu sehen. Und das ist eine sehr interessante Struktur. Wir haben einmal also seine illegale Rückkehr, also seinen Grenzübertritt. Er trifft dann seinen Bruder, der irgendwo in Beverly Hills lebt. Und wir haben auf der anderen Seite dann die eigentlichen Kampfhandlungen. Also da erleben wir ihn in irgendeinem exotischen Land, irgendwo in der Wüste. Warum hast du diese beiden Perspektiven gewählt? Das sind ja zwei fast unterschiedliche Filme. Why did you choose these two perspectives? We have in Beverly Hills, we see how he's trying to cope with all this regime that there. And on the other hand, then we see him really at the battlefield, somewhere in the desert. Well, the two parts, the two sides of the film are echo one of each other, but they stem from the Dream Act, you see. There is part of the film that has a dream side to it because it's what a young, my character, the 19-year-old, would dream of, the absurdity of it all. It's an absurd film at the same time, and there's part of it that has to do with the reality of that conditioning. But I must say that the title itself, when I was writing with a wonderful Romanian writer called Razvan Radulescu, I think the title of that act influenced us a great deal. Of course, there's the American symbolism and there's the American myth that we're all familiar with, and that was also part of the story. But these are all collisions of different ideas that drive the film. Razvan Radulescu was the guy with the movie here 2 years ago, I think. Charles Pose, yeah. Exactly. Also, er hat diese beiden verschiedenen Elemente, also diese beiden Perspektiven gewählt, weil die verhalten sich wie so ein Echo zueinander. Also es ist einmal sozusagen das Ankommen, dann eben wirklich die Absurdität auch dieser ganzen Situation, also dort in Beverly Hills, erstmal wenn er da rumläuft, auch der Grenzübertritt übrigens hat was sehr Absurdes. Und auf der anderen Seite dann eben der Einbruch der absoluten Realität, das ist eben der Kampf, das ist da, wo er dann eben auch in dieser Lebensgefahr ist. Diese beiden Seiten sollten sich bei ihm absolut ergänzen und er hat eben auch diesen Titel eben so ganz bewusst gewählt, zusammen mit Razvan Radulescu, der hier auch schon einen Bären gewonnen hat, nicht? Also es ist ein sehr erfolgreicher rumänischer Regisseur und Autor. Sie haben gemeinsam diese Geschichte erarbeitet. Und noch eine Frage. Das, was auf dem Kampffeld geschieht, ist völlig klar. Das verstehen wir. Das ist eine große Gefahr. Der Blick auf Amerika ist auch wirklich sehr absurd. Also die Leute, denen er da so begegnet und so, das ist eine interessante Perspektive. Ist es auch deine ganz persönliche? And of course, we can understand very well what happens at the battlefield. Of course, this is war. This is a really very hard war. And you are showing that very precisely and very exactly. On the other hand, the image of America, the perspective, is very absurd. And even all people that he's talking to, they're crazy. They are really very, very strange. Is that also your perspective? I can understand. You can meet people like that in the States. No, there are, you know, there are absurd situations whereby if you take, say, the policeman who takes the young man to the villa, that would never happen.
You know, a policeman in Beverly Hills would not arrest someone and drive them home. That just would never happen. But a man driving a car who would pull out a gun and say, this is for boundaries, healthy boundaries, that would happen. You know, so it's the contrast of the two. There's also the echo of the two, because once we go to the battlefield, you know, this is not an anti-American movie. I never wanted to be anti-American. It's about young people who want to belong. In the battlefield, we come across other characters who are not immigrants, but who are also young soldiers fighting for that country and fighting for their own reasons. So it's that delicate thing. But I think it probably came from me wanting to belong because I could no longer return to Iran. So it all started there, but came to much more important things, which were the young deported green card soldiers who for me live a much more violent life than I have ever got close to. Also ich habe nochmal ein bisschen Bild von Amerika gefragt und er betont ja auch, es ist kein antiamerikanischer Film, absolut nicht. Und es gibt ja auch da Spiegelung, also einmal gibt es so einen jungen Polizisten, der hilft ihm dann sogar und fährt ihn nach Beverly Hills, was übrigens absolut ausgeschlossen wäre, sagt er, völlig unmöglich, dieser Vorgang. Und auf der anderen Seite gibt es so einen verrückten Typen, der nimmt ihn mit und er holt irgendwann mal seine Pistole raus da in seinem Auto, hat ihn seine kleine Tochter drin und sagt ihm dann, die habe ich eben, um die Grenzen zu bewahren, es muss Grenzen geben. Und das sagt er absolut realistisch. Also das ist genau so ein Spiegelbild, wie er sich das gut vorstellen kann. So wie er auch nochmal verweist auf das Spiegelbild dann im Kampf eben, da sind es ja keine Migranten, da sind es amerikanische Bürger, die dort kämpfen. Und das war ihm auch nochmal wichtig, die mit einzubeziehen. Er kann einfach gut nachvollziehen, wie es dem jungen Mann geht, weil er selbst nicht in den Iran zurückkehren kann, im Augenblick völlig ausgeschlossen, aus politischen Gründen da in dieses Land zurückzugehen. Deshalb kann er eben diese Perspektive so gut nachvollziehen. Und er findet eben, dass diese Green Card Soldaten eben der schlimmsten Brutalität ausgesetzt sind, und zwar einer Brutalität und Gewalt, die ihm zum Glück so nah niemals gekommen ist. So it's also a monument really for these guys, for the Green Card Soldiers, a very new information for, I think, a lot of people who saw the movie. Well, this is the thing. I mean, for me, if you put yourself in my shoes, what was very violent was assisting a green card soldier funeral in Tijuana. But a green card soldier who was deported after the Vietnam War. So this is a green card soldier who fought during the Vietnam War. His family were watching the funeral from the Mexican side of the wall, while the US Army was performing the funeral on the American side of the wall. The mother was given the flag on the other side of the wall. I will never understand what drives people to be so violent by creating, I mean, we're in Berlin and you all know what walls mean, so. Er beschreibt nochmal so eine Inspiration auch für den Film, eine Beerdigung eines Green Card Soldaten, der aber im Vietnamkrieg schon gefallen ist. Und da gab es also schon diesen Zaun und auf der einen Seite stehen sozusagen Mexikaner, beobachten diese Beerdigung. Die Mutter bekommt ja auch die Fahne, die auf dem Sarg lag, aber eben auf der anderen Seite des Zauns und die amerikanischen Soldaten sind wiederum auf der amerikanischen Seite. Und er sagt, es ist eine absolut absurde Situation. Was bringt Leute dazu, solche Mauern, solche Zäune zu bauen, was wir in Berlin ja auch gut kennen. Der Film hat noch keinen deutschen Verleih, ist aber eine deutsche Koproduktion, ist hier noch einmal zu sehen und zwar am Sonntag. Also Publikumstag, 19.15 Uhr im Friedrichstadtpalast, wird dann auf jeden Fall auch in Deutschland im Kino zu sehen sein. Der Film Soy Nero im Wettbewerb dieser Berlinale. Bedanke mich sehr herzlich bei Rafi Pitz. Thank you so much. Danke.